Wir sind jetzt in Friedrichshafen heute und haben hier eine tolle, tolle Aussicht. Wie ihr seht. Und ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und auf meinem YouTube-Kanal Das Leben auf Rädern. Heute sind wir in einer Fanwohnung in unserem Domizil und ich werde euch heute zeigen, was es hier so gibt. Also hier seht ihr ja, hier ist der Eingangsbereich. Und hier gibt es dann die Küche mit Essbereich. Ist ein bisschen chaotisch, aber wir leben ja hier drin und wohnen hier drin für eine kurze Zeit. Und die Küche ist jetzt nicht so barrierefrei, weil ich ja im letzten Video schon mal ein Video gemacht habe zu barrierefreien Küchen. Aber die ist jetzt auch nicht so optimal. Die gucken wir uns heute nicht an, aber ich wollte euch halt, wie gesagt, einfach mal zeigen, was es hier so gibt. So, und jetzt, wir haben dann noch einen Balkon mit einer nicht so tollen Aussicht, weil natürlich überall Häuser stehen, aber es ist trotzdem schön, dass wir einen Balkon haben und leider auch nicht so tolles Wetter. Dann ist hier ein Kleidezimmer. Das sieht jetzt chaotisch aus, Papa, was meinst du? Aber machen wir jetzt nicht. Aber ja. Auf jeden Fall ist die Wohnung, was ich sagen kann, soweit barrierefrei, oder Papa, was sagst du? Es geht schon, ja, dass man da rumkommt. Das ist das Schlafzimmer und eins davon. Es gibt auch noch die Möglichkeit, auf der Couch zu schlafen. Das nutze ich jetzt. Genau. Und was ich auch noch dazu sagen will, hier ist dann, wenn man hier rausgeht, ist halt auch der Eingangsbereich. Eingangsbereich sehr barrierefrei mit einem kleinen Absatz. Mit Aufzug, genau. Ja. Genau. Und ich werde euch das nächste Mal auch wieder einen zweiten Teil machen. Also das ist der erste Teil. Der zweite Teil kommt dann nächste Woche. Und ja, verabschiede ich mich und wünsche euch noch ein schönes, langes Wochenende und viel Spaß beim Anschauen. Das war wieder der Gerard vom YouTube-Kanal Das Leben auf Rädern. Ciao, ciao.